Mike Bitter, David Houston Music, Thomas Was Alone. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen kleinen Folge von Let's Look Indies. Heute, wie ihr gerade gesehen habt, ein kleiner Indie-Puzzler namens Thomas Was Alone. Ich habe das Game schon mal ein kleines bisschen angespielt, nur um zu gucken, wie ist Soundeinstellung, bla, komme ich überhaupt damit klar, denn, ja, Indie-Puzzler, also, was heißt Indie-Puzzler? Puzzler-Games sind nicht meine, Jump'n'Runs sind auch nicht so unbedingt meine, von daher, verzeiht mir das ein oder andere Missgeschick, was mir höchstwahrscheinlich doch passieren wird, aber egal. Ich werde jetzt auf New Game klicken, dann werdet ihr gleich einen Text sehen. Leider ist er zu kurz eingeblendet, damit ich es komplett schaffe durchzulesen. Also wenn ihr es lesen wollt, drückt kurz auf Pause, dann könnt ihr es lesen, weil ich will nicht mitten im Satz abbrechen. Ja, und dann beginnen wir mit einem, wie ich finde, wirklich guten Erzähler. Ein wunderschönes Spiel. Also, der Erzähler bin nicht ich. Ich bin der weltschlechteste Erzähler aller Zeiten und Kommentator überhaupt. Aber ihr werdet schon sehen, was ich meine. Viel Spaß. Thomas was alone. Wow. A weird first thought to have. Tja, und das hier ist Thomas. Und Thomas ist alleine, wie wir sehen. Und wie der Sprecher gesagt hat... Hab ich jetzt gedrückt? Gute Frage. Wie der Sprecher gesagt hat, was für ein merkwürdiger erster Gedanke. Ja. Und wie wir bereits im Eingangstext gesehen haben, das ist nur eine künstliche Intelligenz. Und das war ein Fehler, diese künstliche Intelligenz. Aber sie war so liebenswert, dass die Programmierer angefangen haben, ihnen Namen zu geben. Und das hier, wie gesagt, ist Thomas. Und diese künstliche Intelligenz hat angefangen zu denken. Und es denkt, es ist allein. Und jetzt trifft es auf dieses merkwürdige, weiß umrandete Kästchen, was genau seiner Größe entspricht. Und da gehen wir jetzt mal rein. Level 0,2. In diese Richtung können wir nicht, also bleibt uns nur noch der Weg nach unten, denn wir haben ja auch gesehen, das Portal oder was auch immer es ist, ist da unten. Thomas decided to start listing his observations for posterity. 1. The whole alone thing. 2. Portals. They led somewhere. He'd yet to work out where. 3. Falling. Thomas was absolutely fantastic at falling. He was almost as good at falling as he was at observing. Ja, Thomas ist verdammt gut im Fallen. Das ist schon mal sehr gut, das haben wir auch schon rausgefunden. Ich wusste gar nicht, dass der Text jedes Mal hier mitspringt, wenn man hier auf die Ecken kommt und er zu lang ist. Deswegen, wenn der Sprecher spricht, werde ich einfach stillhalten, damit der Text nicht hin und her flackert. Für den Fall, dass jemand nicht ganz so gut Englisch versteht, so wie ich zum Beispiel, und das erstmal mitlesen muss. Weil da versteht man dann ja doch einiges mehr, obwohl der Sprecher wirklich verdammt gut ist. Und wir bauen unsere Skills im Fallen jetzt mal aus, indem wir ganz hier runterfallen und in dieses Portal gehen. Okay, interesting. Thomas couldn't fall past this block. Think, damn it, think. What if there was some kind of inverted fall? Some way to... What's the word? Jump. Oh, ich mag den Sprecher irgendwie. Der hat so einen leichten
so einen leichten, schönen Humor. So, und wir sehen jetzt hier die Leiste, die uns hier unten die ganze Zeit verfolgt, hat sich jetzt ein wenig verändert, denn da steht jetzt noch zusätzlich Space oder A-Button for Jump. Ich spiele übrigens mit Maus, nee, nicht mit Maus, mit Tastatur, also dieses Spiel spielt man ausschließlich mit Tastatur. Und deswegen drücke ich jetzt einmal die Leertaste, die ich vorhin anscheinend auch schon mal aktiviert habe, ohne es zu wissen. It worked. Thomas had solved the great inverted fall mystery. Der invertierte Fall. Ja, das ist witzig. Aber man sieht auch, wenn wir hier in eine Lichtquelle reinspringen, also hier irgendwo. Oh. Ja. Hier ist die Lichtquelle gesetzt. Hier so in dieser Höhe. Und man sieht, wenn wir hochspringen, verändert sich auch der Schatten. Also ist schon niedlich gemacht dafür, dass es wirklich nur, ja, einfachste geografische Formen sind. Dass man da trotzdem so ein bisschen an Lichtakzente und so gedacht hat, finde ich schon ganz nett. Oh. A big jump. But Thomas noted, there was no real danger in missing it. The world didn't want him to fail here. It was pushing him, but gently. Okay, da kommen wir ja so nicht hoch. Aber seht mal, wie hoch wir springen können. Das ist krass. Also wir kommen mit der obersten Kante von Thomas bis zur Kante des Vorsprungs. Und ich schätze mal, wenn wir so ein kleines bisschen Anlauf nehmen, deswegen ist ja auch so ein kleines bisschen Platz, könnten wir den Sprung schaffen. Oh. Zu spät. Die Sprungtaste gedrückt. Nochmal. Ah, schon wieder. Was ist denn hier los? Also wirklich. Boah, oh, das war knapp. Okay, man muss relativ früh springen drücken, damit man es schafft. This all seemed a little dangerous. The world was not to be trusted. It was unstable, and it seemed to Thomas that it could let him down at any moment. He was starting to suspect it might even be doing so on purpose. Nah, paranoia. Okay, also die Welt soll langsam hinter sich zusammenbrechen. Was war das? Irgendein Fehler? Irgendein Soundfehler? Wenn ich hier immer... Okay, das fällt ja wirklich zusammen. Okay, aber wenn wir drauf stehen bleiben, dann passiert nichts. Okay. Okay, dann sind wir ja relativ sicher. Wow, das fällt aber direkt hinter uns immer wieder ab. Uiuiui. Oh, wir haben es geschafft. Das Portal. Thomas wondered whether the portals were actually taking him anywhere. He felt like he was making progress, but there wasn't really any way to know. He seemed to be moving predominantly up and to the right, which might or might not be important. Ja, wo die Portale ihn hinführen, das wissen wir auch nicht. Und ob es etwas bringt, ob es wichtig ist, dass wir hier hoch, runter, links, rechts springen, man weiß es nicht, ob das einem Zweck dient. Okay, das sieht schon sehr anspruchsvoll aus für mich. Oh Gott, ich werde so verkacken. But Thomas could have sworn the world was becoming more complicated. It always seemed to be one step ahead of his skills. Ja, das been designed just for him. He wondered why. Was the world testing him? No, too obvious. Es ist schön, wie sich der Sprecher in Form von Thomas Gedanken macht. Warum die Welt sich verändert, warum er hier ist, was er machen soll. Und ja, ich habe auch schon festgestellt, dass die Welt wesentlich komplexer ist. Das ist nicht gut für meine Reflexe. Beziehungsweise eigentlich ist es ja schon gut für meine Reflexe. Das war knapp. Oh, ob wir das schaffen?
Oh, ah, verdammt, ich hätte weiter drücken sollen. Ich war so überrascht, dass das anscheinend zu klappen ist, dass ich, ja, vergessen habe, nach links weiter zu drücken. Okay, jetzt können wir... Oh. Okay. Oh. Wow, ich bin gut, ich bin überrascht von mir selber. Ich finde die Musik auch so passend, so total minimalistisch, aber absolut passend. Komm, komm. Und irgendwie sind in den Ladesequenzen merkwürdige Geräusche zu hören. Something about the boiling, toxic, glowing water intimidated Thomas. He didn't like it. He certainly didn't want to swim in it. Pass through respawn. He made another mental note. 4. Water. Not good. To be avoided. Thomas wäre ein guter Gamer, der Wasser verabscheut. So, pass through respawn points to save a character's progress. Ja, wir müssen erst mal schauen, dass wir nicht ins Wasser kommen. So, und das hier scheint so ein respawn point zu sein. Ich will jetzt trotzdem nicht unbedingt ins Wasser fallen, um das auszutesten. Wobei, passiert da irgendwas? Nee, ich mag Tom so viel, das will ich ihm nicht antun. Oh Gott, was tut ihr hier? The loneliness was getting to Thomas. No amount of observation or obsessive note-taking could combat that. Tja, mein lieber Thomas, da musst du aber irgendwie durch. Okay, wir springen erst einmal hier hoch. Das scheint schon mal ganz gut zu sein. Oh, da kommen wir auch sogar hoch. So. Und dann ja auf den hier. Und also das Portal ist in die Richtung. Schaffen wir den Sprung? Oh ja, wir schaffen den Sprung. Den werden wir auch nicht schaffen, deswegen. Hier rüber. Oh, das war knapp. Mensch, wenn das so weitergeht, wäre ich hier noch richtiger Jump'n'Run-Meister. Nah. Okay, schaffen wir das? Jo, okay. Also Steuerung ist doch recht präzise, bis auf den Jump, den man relativ gut timen muss. Also wenn man da auch nur einen Millimeter zu spät drückt, ist es vorbei. Oh, das sieht gut aus. Oh ja, Thomas, du bist so gut. Perfekt. Okay. Thomas had a new theory. The world was training him. He could feel himself getting smarter. There was the mental list to consider. Over the minutes and seconds since his spontaneous generation, he'd become a pretty skilled jumper. Das ist wahr, ja. He was evolving. He just wished he had someone to share it with. Ja, er merkt, er entwickelt sich. Aber er ist immer noch so allein. Und ja, Thomas ist wirklich ein halbwegs guter Springer geworden, im Gegensatz zu uns. Also, was heißt uns? Zu mir? Okay, und was? Oh. Kommt es noch wieder runter? Ja. Oh Gott. Nein, zurück. Danke. Okay, das ist... Ah, shit, kommt es runter? Nein, das kommt nicht runter. Okay. Das macht mehr Spaß, als ich dachte. Nee. Okay, man kann die Bewegung der Blöcke so ein kleines bisschen mit Jumpen ausgleichen, damit man eventuell ein Stück höher kommt. Ah, geschafft. Oh, eine andere Musik. I submitted hundreds of bug reports. I told that idiot this would happen. Overlapping scripts. More than one AI was bound to be spawned into environment at some point. Turns out I missed the point. That little error changed everything? Chris took an immediate and deep dislike to the skinny red rectangle. Who the hell did this Thomas think he was? Christopher, okay. Der kleine da ist Christopher. Hallo. Oh. Ich stand auf Christophers Kopf. Hallo. Okay.
der kleine Christopher sozusagen. Ja, QE. Ich drücke Q und E. Passiert aber nichts. Ich mach mal ganz kurz das Gamepad an, beziehungsweise... Gucken, ob das überhaupt funktioniert. Dass ich das jetzt einfach hier so... Ja, doch. Okay, L und R-Button. Ah, alles klar. Gut. Christopher ist ein kleines bisschen kleiner als Thomas. Oh, und er kann auch nicht so gut springen. Ah, aber so klappt das. Oh. Ich muss mich erst das Gamepad wieder gewöhnen. Chris had been doing fine. He wasn't the highest jumper, but he'd held his own. He'd even been graceful at times. Well, not actually. Not technically graceful. It's probably the wrong word, but you know. Fine. There was that skinny little runt leaping about like he owned the place. Okay, irgendwie mag ich Christopher. Ja, so ein bisschen wie ich. So ein bisschen sturköpfig. Naja. Er ist so ein kleines bisschen wie ich. Quadratisch praktisch gut. Oh. Hier kommen wir gar nicht rüber. Okay, dann switch ich mal zu Thomas. Huch, wendet sich ja alles. Nicht so schnell, nicht so schnell. Oder? Na ja, doch. Ah! Verdammt. Okay, das ist cool, dass sich die Level jetzt auch so für einen zusammenfügen. Okay. Hi, Christopher. Kannst du auf Thomas Kopf? Und jetzt geht's weiter. Das finde ich cool, das ist... Dass man Levels, die jetzt entscheidend kommen, nur über Zusammenarbeit mit den beiden machen kann. So. Christopher ist in seinem Portal. Ah, okay. Und wie man sieht, hittet man nur einmal zu spät, alles vorbei. Aber es ist schön, wie sich Thomas langsam in den Partikeln dort unten auflöst. Was more like it. A glowy white thing. Only Chris could get to it, which of course made it all the more enticing. What would it do? What new opportunity might this switch open up to him? Tja. Das ist anscheinend wie geschaffen für Christopher, denn Thomas ist zu groß für diese Lücke. Und jetzt werden wir mal schauen, was das hier macht. Springen wir mal drauf. Oh, es macht eine Treppe. Cool. Kommen wir hier hoch? Nein. Huh? Können wir eigentlich mit? Wir können mit Christopher hin und her laufen. Ah, aber wir können nicht springen, okay. Oh, warte mal, so ein kleines bisschen muss ich hier noch rüber, damit ich... Genau. Damit der gute Herr Christopher... wieder auf Thomas Kopf springen kann. Grace. Another chance for Thomas to jump slightly higher than Chris. How fortunate. Seriously. This made the whole switch pressing thing entirely worthwhile. Ja, also anscheinend geht hier vieles über Teamwork. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden irgendwann doch noch Freunde werden. Also, auch wenn Christopher am Anfang gedacht hat, so, ah, was ist das denn für ein Typ? Okay, und das Portal für Tom, für Christopher ist unten. Und Thomas braucht noch nicht mal auf Chris landen. Was this good? Because on the surface, it did not seem good. Chris was pretty scared. Little Red seemed fine, happy to be on his merry little adventure. Chris couldn't shake the feeling that things had taken a significant turn for the worse since Thomas had joined him. Sure, he'd been able to
piggyback his way to ever so slightly higher platforms, but where had that got him? Well, to ever so slightly higher platforms, which was sort of his point. Also langsam macht sich Christopher Gedanken über Thomas. Ja, im Endeffekt ist er zwar jetzt nicht der Schlimmste, dieser Thomas, aber ja, wohin hat er ihn gebracht? Er kann zwar jetzt höher springen, aber wohin hat es ihn gebracht? Auf höhere Plattform. Wow, 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 wow. Okay. Wir machen mal einen Inverted Jump. Wir fallen. Okay. Christopher holen wir direkt nach. So. Dann schauen wir uns mal mit Thomas um. Okay, also hier können wir... Oder kann Christopher so weit springen? Oh, Christopher könnte so weit springen. Tatsache. Oh, sehr gut. Dann brauchen wir ihm nicht helfen. Dann hat er das alleine geschafft. Das ist gut. So, und wir kommen aber nicht... Ja. Okay, wir müssen also auch springen. Ich bin übrigens sehr überrascht, dass... Ach, verdammt. Dass meine Gedankengänge hier schon noch hinterherkommen, weil eigentlich bin ich normalerweise, wie gesagt, überhaupt nicht der Puzzler-Typ und hätte jetzt schon längst aufgegeben. Chris stared at Thomas with pure hatred. He seemed so very happy at their situation. Friends together, a brave fellowship of quadrilaterals on a quest for greatness. No. That would be fine. But it was all the obvious observation that Thomas was doing which grated. Every time they saw something vaguely new, Chris would hear a satisfied little from the vaulting idiot. He hoped the next portal would split them up, if only for a few levels. Schade, ich dachte schon, Chris fängt jetzt an, Thomas als Freund zu sehen, aber irgendwie ja doch nicht. Oder ja, eigentlich schon, weil... Naja. Ja, ich weiß nicht. So, oh je, wird das schaffen. Oh, wow, sehr gut. Ah. Wuhu. Das scheint ja schon mal gut. Wir gehen mal mit Christopher hier vor. Und Thomas direkt hinterher. Okay. Christopher kann doch aber nicht so weit... Warte mal, kann er weiter springen als Thomas? Bloß nicht so hoch. Ah, verdammt. Vielleicht ein bisschen später, aber dann falle ich bloß rund. Ja, dachte ich mir. Oh! Oh, sehr gut. Er hat's alleine geschafft. Cool. Okay, hier muss Christopher durch. Aber schafft er das so ein? Ich gehe erst mal mit Thomas da hoch, mal gucken, was einen da so erwartet. Wow, ich habe mich nicht getraut zu springen. Okay, beim nächsten Mal. Und... Jetzt! Oh, sehr gut. Okay, wir warten mal bis... So. Jetzt gucken wir mal mit Christopher. Okay, wir müssen uns einfach fallen lassen, also... Vollgas! Das hat gut geklappt. So, Christopher. Und da hoch. Hä? Ach, ich... Ich wollte schon sagen, Thomas kommt doch gar nicht da durch. Oh, sehr gut geschafft. Ich bin beeindruckt. Oh. Wer bist du denn? Knew. He knew that this was his chance. A moment to shine. This was game day. Hallo John. Du langer Lulatsch, du. Du kannst bestimmt... Oh.
Guckt euch das an, wie der springen kann. Ist krass. Dagegen ist Thomas ein Scheißdreck. Okay. So. Thomas wäre schon mal. Okay, Christopher, du springst mal auf Thomas Kopf. Wobei, nee, warte mal. Doch. Warte. Warte. Ah, oh, sehr gut. Genau. Ich will das genau in Perfektion haben. Ja, so sieht das ganz gut aus. Und jetzt los geht's. Okay, jetzt sind wir schon drei. This would not do. John needed room to show off his exceptional skills. As it was, he was trapped on the wrong side of these little dot things. Where did they come from anyway? Das ist eine gute Frage, wo die herkommen. So, John, du stehst ein bisschen im Weg. Also John ist sehr ambitionierte, der Sportler, keine Ahnung, der Schönling, den alle mögen in der Schule. Oder wo gesagt wird, dass man ihn mag. Auf jeden Fall ist er ein sehr sportlicher, ein sehr schlanker, großgewachsener Typ. Und nach seiner Hautfarbe zu urteilen, ist er Chinese. Das war böse. John inhaled the air of the open space and it smelled of awesome. Time to flex those muscles, to put his training to use, time to show those little dots how it was done. Okay, also er ist anscheinend wirklich so der sportliche, der Draufgänger, der es allen zeigen muss, der es ihm den Leuten beweisen muss. Und vielleicht auch kann, weil, dachte ich mir, er kann rüber. Oh. Aber schätze mal, Thomas dürfte das nicht können. Ich gehe mal noch ein kleines Stückchen vorbei. Oh. Ja, man sollte auch auf Springen drücken. Nee. Okay. Dann müssen wir, glaube ich, John als Sprungbrett nutzen. Ich glaube, Christopher muss wieder auf Thomas. So. Oder warte mal. Wenn er der Sportliche ist, kann er... Nee, schade. Kann er nicht. Ach. Ich hatte gehofft, dass er vielleicht mit einem auf dem Kopf springen kann. Apropos springen. So, ob das gut geht jetzt. Nee. Okay, wir schauen mal mit John, wie es weitergeht. Dachte ich mir. So, jetzt nach den Fehlversuchen. Ah, alles klar. John decided to press the switch to let the little dots catch up with him. John cared for his new allies. No. You could tell from the sympathetic expression he practiced in the mirror all these years. No. Er macht sich Sorgen um die beiden. Das finde ich gut. So, jetzt werden wir erst einmal mit dem kleinen Christopher hier ins Rennen gehen. Und da kommt er nicht hoch. Und jetzt brauchen wir Thomas. Ich finde das Spiel wirklich verdammt gut. Da es wirklich zeigt, nur mit Zusammenarbeit geht es. Und auch wenn es so eine wirklich simple Grafik hat. Ohne jetzt... Ja... Ohne irgendwelche Special Effects. Es hat eine nette Story. Und es zeigt... Wenn man zusammenarbeitet, kann man alles überwinden. So! Langer John, du darfst jetzt vorangehen. Und darfst erkunden.
Okay, der kleine Chris kann dann hier durch. Ah, ich glaube. Wir positionieren John mal da oben und dann laufen wir mal mit Christopher direkt querfeldein bis hier hin und jetzt auf Thomas hinterher, um den kleinen Christopher zu helfen. So, und hoch geht's. So, und das schaffst du aber alleine, jawohl. Ja, sehr schön. Gut gemacht, Christopher. So, und schätze mal, jo. Genau deswegen habe ich John da oben stehen gelassen, weil wir ihn jetzt brauchen, damit Thomas rüber kann. Und zack, Nummer 2. Und John springt als letzter ganz schnell hinterher. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, es ist ein bisschen mehr als eine halbe Stunde rum. So viel länger wollte ich das Video nicht machen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass ich spätestens nach 20 Minuten mit den Gedanken schon komplett fertig bin. Ja, falls es euch gefallen hat, sagt es mal, schreibt ein bisschen was in die Kommentare oder gebt einen Daumen nach hoch. Würde ich mich freuen. Mir gefällt das Spiel, vielleicht mache ich es weiter, aber ich will nichts versprechen, weil wie gesagt, es könnte doch sein, dass es irgendwann noch zu knifflig für mich wird und ich dann, ja, eine Folge lang dastehe und nur noch rumheule und das will ja keiner sehen. Von daher, das war Thomas Was Alone im Let's Look Indie Format. Wenn es euch gefallen hat, freut's mich und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, tschüss.